Ja, heute 13. Hanfparade. Leider sind ein paar Leute zu weit gelaufen, aus unerklärlichen Gründen, aber egal, ich erzähle es trotzdem ein Ding. Wie ihr gesehen habt, der Wagen vom Hanflabyrinth und auch vom Hanfmuseum. Hoffentlich habt ihr weiterhin auch nach diesem Tag noch Interesse, euch für die Legalisierung einzusetzen. Schaut einfach mal am Hanflabyrinth vorbei in der Spätstraße 110. Das ist bis zum 30. Oktober in der Stadt eröffnet. 4000 Quadratmeter groß, 40.040. Und riesig und schön, kann man sich geben, erfährt man eine ganze Menge alternativer Nutzmöglichkeiten über Hanf. Und wir brauchen auch weiterhin Freiwillige fürs Handwerk, die sich dort zum Beispiel mit Handelskraft irgendwie einbringen und der Legalisierung Vorteile verschaffen. Ja, also am besten mal auf www.handwerk.de vorbeischauen, gucken, was da zu tun gibt. Wir brauchen viele tatkräftige Menschen und wir freuen uns, dass ihr heute hier zur 13. Handparade erschienen seid. Und hoffen, dass das Interesse nicht nur mit diesem einen Tag wieder beendet wird. Jo, Stan.